wie du einen Maschenanschlag machen kannst, ohne dass du dafür einen Knoten benötigst, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Andrea und einmal in der Woche gibt es Strick- oder Häkelvideos von mir. Es zahlt sich also aus, wenn du regelmäßig vorbeischaust. Da gibt es immer was Neues zu sehen. Also holt gleich etwas Wolle und eure Stricknadeln und strickt gleich mit mir mit. Ihr werdet sehen, das ist wirklich einfach. Ich nehme mir hier das Endstück, ja, das lege ich zwischen Mittelfinger und Zeigefinger rein. Ja, so, ins obere Drittel, seht ihr das? Dann kann ich den Anschlagsfaden etwas verlängern, so wie ich es brauche. Und ich lege nun den Daumen hinein. Ja? Also das wäre ein sehr kurzer Anschlagsfaden. Ich kann ihn ja noch immer verlängern. Ja? Oder noch länger. Und das Endstück halte ich mir mit den kleinen und mit dem Ringfinger fest. Und ich fange schon an zu stricken. Als erstes fahre ich hier unten rein und das wird auch meine erste Schlaufe sein auf der Nadel. Und dann mache ich wie gewohnt einen Maschenanschlag. Also ich hole mir dann den Faden darunter. Also so, ich hole mir jetzt den Faden hier drunter. Ja. Und ziehe den Faden noch einmal durch. Ja. Ich zeige es dann noch einmal. Ja. So. Ich werde es dann noch einmal zeigen und dann haben wir unsere Anschlagshaltung, also wie gewohnt unsere Anschlagshaltung. Ja, ich hole mir den Faden und ziehe es hier durch und kann weiter anschlagen. Und als erstes gleich einmal das Ergebnis. Hier seht ihr einen Anschlag ohne einen Knoten. Ja? Hier ist es ohne einen Knoten. Ich zeige es also jetzt noch einmal ganz, ganz, ganz in langsam, damit wirklich jeder mitkommt. Ja. Als erstes nehme ich mir den Anfangsfaden, klemme ihn zwischen Zeige und Ringfinger ein, ziehe etwas dran, gebe, wenn das lang genug ist, also das Endstück lang genug ist, den Daumen hinein. Ja, und dann kann ich noch weiterziehen, wenn ich es möchte. Ja. So. Und den halte ich natürlich fest mit dem kleinen und dem Ringfinger. Das ist auch die richtige Haltung. So, und dann kann ich schon wie gewohnt beginnen. Ich fahre mit meiner Nadel durch den oberen Faden. Das wird dann meine erste Schlaufe vom Maschenanschlag. Ja. Und jetzt schlage ich ganz gewohnt weiter an. Ich fahre erst hier durch, also durch die untere, und hole mir dann den oberen Faden. Also ich fahre mit der Nadel. Ja. Hier unten jetzt durch, also hier unten durchfahren und hole mir eben den oberen Faden. Ja? Ich hole mir den oberen Faden und ziehe ihn eben hier durch. Ja, und dann kann ich den Daumen schon loslassen und ziehen und mit dem Daumen ziehe ich nach. Also das ist wie ein ganz normaler Maschenanschlag. Und ihr seht, ich habe hier gleich zwei Schlaufen drauf und keiner ist mit einem Knoten. Und dann kann man gleich weiter anschlagen. Das war ja noch die Haltung, die ihr gehabt habt. Also, das ist wieder unten durch und dann den Faden durchholen. Das ist der ganz normale Maschenanschlag. Ich tue mir leichter, wenn ich den Daumen und den Zeigefinger hier reingebe und mit dem Mittelfinger das festhalte. Ja. So. Und ich kann weiter anschlagen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin, alles Liebe, eure Andrea.